Everybody says we're too young. Our love is not going on. They say you better go away, 'cause this love is made of sorrow and pain. Love is enough. Love is enough. I know that love is enough. Love is enough. We can make it through stormy weather. As long Lukas, ich... Nein, aber... Ja, also gut, du darfst Rollerskaten, aber ihr fahrt mir nicht auf der Straße, hörst du? Hast du schon was gegessen? Da ist aber noch was da von gestern. Kartoffeln, Gemüse und auch noch ein Stück Fleisch. Mach dir das warm, hörst du? Das Fleisch habe ich gestern schon gegessen, gib mal her. Ja. Lukas, neben dem Kühlschrank liegen 10 Mark. Die nimmst du und kaufst dir einen Hotdog oder eine Bockwurst. Und morgen gehen deine Mutter und ich morgen, zum Italiener. Kollege. Guten Morgen zum Italiener essen. Einverstanden? Bis dann. Tschüss. So macht man das unter Männern. Aber Lukas muss was Anständiges essen. Ich habe in den USA nur Fastfood gegessen. Und schau dir diesen Körper an. Dr. Kreuzer, kommen Sie bitte mit, ja? Ja. 72-jähriger Patient. Zustand nach zweimaligem Apoplex vor 2 Jahren mit Restitutio. Leichte Gesichtslähmung rechts und Schwäche des rechten Arms seit heute Morgen. Heparin-Bolus und Haze gegeben. Gut, danke. Wir kümmern uns drum. Bitte helfen Sie meinem Mann. Machen Sie keine Sorgen. Fotografie anmelden. Kann sich bitte jemand um mich kümmern? Ja, ich mach das. Sie werden dringend in Ofen 2 gebraucht. Kommen Sie, Ihr Mann ist jetzt in den allerbesten Händen. Alina, hast du was vergessen? Oh, Papa, wo kommst du denn her? Ich wollte euch überraschen. Heute gibt es Spaghetti und leckeren Salat für alle. Da weißt du, das ist ja ganz besonders nett. Einen Moment. Gibt nur ein Problem, wir haben schon gegessen. Wieso? Ist ja erst 12. Seit wann gibt es hier pünktlich Mittag? Tja. Und was gab's? Spaghetti. Was? Spaghetti. Na gut, natürlich. Sei nicht sauer, ja? Hör mal, ich muss auch ganz schnell in die Stadt, ich habe einen Termin. Da esse ich mit Aline alleine. Die hat auch schon gegessen und außerdem ist sie jetzt gerade mit Jonas spazieren. Weißt du, mein Urenkel ist auch nicht da. Kann ich dir irgendwie behilflich sein? Papa, das ist ganz lieb, aber nö, im Moment fällt mir nichts ein. Soll ich irgendwas hier reparieren? Gottes Willen, nein, wirklich, es ist alles in Ordnung. Aber der Roland ist doch in der Schweiz, nicht? Ja. Ja, und wenn was kaputt geht, wer soll das machen? Da kümmert sich Vladi drum. Aber der Junge ist doch nicht sorgfältig genug. Na weißt du, für uns reicht's. So, du, ich muss los. Du kannst gern hier warten, bis Alina mit Jonas wiederkommt, ja? Ich bin doch alles ganz kalt hier. Alles klar? Der Patient Walter Leipert, der vorhin eingeliefert wurde. 2 Schlaganfälle innerhalb eines knappen Jahres, Stufe 2. Ich weiß. Und? Habt ihr schon eine Duplex-Sonographie gemacht? Auf der einen Seite hatte bereits eine 80-prozentige Stenose und die gute Seite ist auch schon fast zu. Und was jetzt? Sofort eine Thrombektomie. Gut, dann fangen wir an. Stopp, stopp, stopp. So ein Eingriff ist Neuland für mich. Hast du nicht schon eine komplizierte Gefäß-OP gemacht? Ja, sicher, aber ich bin kein Gefäßchirurg. Wenn Roland jetzt hier wäre, dann könnte man mal drüber reden. Wieso? Ist das Rolands Patient? Genau so ist es. Meister Heimann verzieht sich in die Welt der Schweizer Berge und wir machen hier seine Arbeit. Bei mir hat's gepiekt. Waren Sie das, Herr Kollege? Ja, Herr Barak, ich wollte mir mit Ihnen Patienten ansehen. Ich bräuchte Ihren fachlichen Rat. Sehr gern. Als du weg warst, hat Roland nicht so rumgemosert. Tja, was soll ich sagen? Das ist nicht mein Fachgebiet. Ja, meins eben auch nicht. Aber Sie haben von allen die besten Voraussetzungen dazu. Sprechen Sie mit Professor Simoni darüber. Ich denke mal, wenn man zum jetzigen Zeitpunkt einen Eingriff macht... Ja, aber wenn wir nicht operieren und das Gefäß völlig zugeht, dann verschlimmert sich die Lähmung. Ja, sicher haben Sie auch recht. Frau Leibert ist da. Guten Tag. Herr Doktor, wie geht es meinem Mann? Kann ich zu ihm? Er braucht jetzt vor allem viel Ruhe. Lassen Sie ihn erstmal schlafen. Ja, er ist aber auch so uneinsichtig. Was habe ich nicht schon geredet? Schon dich, schon dich. Aber er hört ja nicht. Herr Doktor, können Sie ihn mir wieder gesund machen? Wir werden ihn wahrscheinlich operieren müssen. Ah, Walter. Na, wie geht es bei Ihnen? Herr Professor, so geht's nicht weiter. Wir sind im OP völlig überlastet. Ich
weiß, die Situation ist im Moment etwas angespannt. Das ist äußerst milde ausgedrückt. Herr Professor, durch Dr. Heimanns Abwesenheit sehe ich die Gefahr, dass wir bestimmte Entscheidungen bei Operationen vielleicht irgendwann nicht sorgfältig genug bedenken. Ja, nur eilen Sie mal nicht so rum, Kreuzer. Es ist mir auch sehr unangenehm, Ihnen zusätzliche Dienste aufbürden zu müssen, aber es ging nun mal nicht anders. Aber ohne eine Vertretung ist die Arbeit nicht zu schaffen. Ja. Bleiben Sie mal ganz ruhig. Ich habe nämlich eine Überraschung für Sie. Macht Barach auch eine Fortbildung? Nein, eine wirkliche Überraschung. Sie werden sich freuen. Oberschwester? Oberschwester? Ja, bitte? Die Krankenakte Peter Rehnke, ich kann sie nirgends finden. Rehnke, Peter. Peter Rehnke hat gerade die Frau Marquardt geholt. Irgendwas ist mit der Krankenversicherung von dem Mann nicht in Ordnung. Alles in Ordnung mit Ihnen? Ja, natürlich. Warum? Sie sind irgendwie so komisch. Komisch? Nö. Obwohl, es ist ja eigentlich kein Wunder. Ich hätte nie gedacht, dass ein einzelner Arzt es schafft, hier alles so durcheinander zu bringen, nur weil er mal ein paar Wochen nicht da ist. Dr. Heimer? Ja, wir müssen dann gucken, dass uns was einfällt. Da gerade das Wort einfallen gefallen ist, Yvonne, Sie haben doch immer die besten Einfälle. Wissen Sie nicht irgendwas, womit wir dem Professor eine kleine Freude machen könnten? Also meine Mutter hat meinem Vater zu jeder passenden und unpassenden Gelegenheit eine Krawatte geschenkt. Ich hätte eigentlich an was Persönliches gedacht. Ich habe eine Freundin, die arbeitet im Schauspielhaus. Vielleicht kann die zwei Karten besorgen. Zum Beispiel für diese super lange Faustinszenierung. Ja, das ist eine gute Idee. Wieso zwei Karten? Nun ja, vielleicht hat ja der Chef keine Lust, alleine zu gehen und nimmt seine Oberschwester mit. Natürlich nur, wenn sie ohnehin Dienst frei hat. Oberschwester, kommen Sie mal schnell, das müssen Sie sehen. Was ist denn? Endlich mal ein interessanter Mann in der Sachsenklinik. Wer mag das wohl sein? Yvonne. Wieso denn? Ich glaube, ich werde der Sache mal nachgehen. Ach, was soll denn das? Sind Sie nie neugierig? Natürlich nicht. Allerdings muss ich zugeben, dass ich diesen Herrn hier noch nie gesehen habe. Und ich denke mal, ich sollte doch wissen, was hier in der Klinik passiert. Na, sehen Sie. Ich krieg schon raus, wer das ist. Ja? Guten Tag. Ist der Chef da? Ja. Moment bitte. Guten Tag. Guten Tag, Herr Professor. Wir wären dann soweit. Ja. Herr Dr. Konrad, bitte. Frau Rigoleit? Ja? Wer ist denn der interessante Mann, den die Markvater mitgebracht hat? Herr Dr. Konrad. Dr. Konrad? Ja. Und was macht er hier? Weiß ich nicht. Das glaube ich Ihnen nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Diese Frau Marquardt kommt hier reingeschneit und verschwindet, ohne zu fragen, im Zimmer vom Chef mit diesem Dr. Konrad. Also ein Benehmen hat ihn manchmal, ist ja wirklich unglaublich. Wie gesagt, Herr Konrad, Ihre Referenzen sind glänzend, Ihre Veröffentlichungen brillant. Aber eines verstehe ich immer noch nicht. Weshalb wollen Sie diesen Vertretungsjob? Ist doch für Sie keine angemessene Aufgabe. Sie waren immerhin jahrelang Leiter einer Klinik, sind Gefäß- und Neurochirurg. Ich bin in erster Linie Arzt. Es gibt keine kleinen Aufgaben. Auch eine Malaria fängt mit einem Mückenstich an. Wenn Sie das so sehen, jedenfalls freue ich mich sehr, Sie in meinem Team zu haben. Ja, dann können wir ja gleich den Vertretungsvertrag unterschreiben. Geht mal langsam, Frau Marquardt. Ich denke, wir sollten erst einmal Herrn Dr. Konrad mit den Gegebenheiten unseres Hauses bekannt machen. Wie Sie möchten, Herr Professor. Ich zeige Ihnen die Klinik. Ach, Frau Marquardt, ich bringe dann Dr. Konrad bei Ihnen wieder vorbei. Dann können Sie alle organisatorischen Fragen mit ihm klären. Selbstverständlich. Kommen Sie, Herr Kollege. Aber wir sind im Haus unterwegs. Geht in Ordnung, Chef. Ach, Frau Marquardt, Ihre Post. Dankeschön. Sagen Sie, wer war denn das? Wirt, Frau Gregoleit. Wer wird das? So, ich hoffe, das war's für heute. Haben Sie schon mal einen Blick auf den OP-Plan von morgen geworfen, Herr Kollege? Wir stehen zusammen um 9 Uhr in OP1. Na, da freue ich mich aber, Frau Kollegin. Barach, so wie Sie das sagen, klingt es, als ob man Sie in die Oper einlädt und Sie haben keinen schwarzen Anzug. Lass ihn in Ruhe, Achim. Halb so wild. Solange Kreuzer seine harmlosen Scherzchen macht, sehe ich immer noch Licht am Ende des Tunnels. Passen Sie lieber auf, bei dem Herrn ist man vor Überraschungen nie sicher. Genau, das könnte nämlich auch der Gegenzug sein.
Weiß jemand von euch, ob Simone eine Vertretung für Roland gefunden hat? Ich habe ihn heute Nachmittag auf dem Flur getroffen. Hatte er verdächtig gute Laune. Na, das trifft sich ja sehr gut. Darf ich Sie mit Oberarzt Kreuzer und Oberarzt Bach bekannt machen? Tag. Und das ist Frau Dr. Globisch, unsere beste Anästhesistin. Vielen Dank, Herr Professor. Hallo. Ja, Herrschaften, das ist Dr. Konrad. Er wird Heilmann vertreten, bis er aus der Schweiz zurück ist. Dr. Konrad war im Auftrag der UNESCO Leiter einer Klinik in Südamerika. Er ist Gefäß- und Neurochirurg. Sie kommen wie gerufen, Dr. Konrad. Wann können Sie im OP anfangen? Ja, nun mal nicht zu schnell. Sie haben noch ausgiebig Zeit, sich kennenzulernen. Ich zeige Herrn Dr. Konrad erst einmal unsere Klinik. Bitte. Gefäß- und Neurochirurg. Donnerwetter. Interessanter Mann, ne? Was? Und wem haben wir das alles zu verdanken? Dem lieben Dr. Kreuzer, der sich unentwegt bei seinem Professor stark gemacht hat, um seine lieben Kollegen im OP zu entlasten. Mir kommen gleich die Tränen. Frau Leibniz, Sie sind ja immer noch hier. Wollen Sie nach Hause gehen? Dr. Kreuzer hat gesagt, mein Mann muss operiert werden. Hoffentlich wird alles gut. Ich will bei meinem Mann bleiben. Was soll ich allein zu Hause? Die Wohnung ist so leer ohne ihn. Haben Sie keine Kinder? Nein, wir sind allein. Mein Mann und ich haben nur für unsere Firma gelebt. Ah, was haben Sie denn für einen Betrieb? Elektrobranche. Mein Mann ist Elektromeister. Wir haben 6 Angestellte und ich mache die Buchführung. Na, da habe ich ja bestimmt keine Langeweile. Nein. Können Sie mal bitte unterschreiben? Gut, aber nur einmal, ja? Seit Jahren predige ich schon, er soll endlich aufhören zu arbeiten. Er ist ja auch schon Rentner. Wenn es nach mir ginge, ich hätte den Betrieb längst aufgegeben. Aber er kann ja nicht hören. Was soll man mit so einem Mann machen? Frau Oberschwester, kann ich nicht heute hier im Krankenhaus bei meinem Mann bleiben? Das tut mir wirklich leid, Frau Leibniz. Das geht nicht. Na gut, dann komme ich morgen ganz früh wieder, ja? Ja, tun Sie das. Also dann, bis morgen, Frau Leibniz. Wiedersehen. Ja? Hier bringe ich Ihnen, wie versprochen, Herrn Konrad. Und, wie gefällt Ihnen unsere Klinik? Was wollen Sie denn hören? Nur Gutes. Frau Marquardt, klären Sie bitte alles Weitere mit Dr. Konrad. Wenn Sie irgendetwas brauchen, scheuen Sie nicht den Weg zu mir. Ich werde es zu beherzigen wissen, Herr Professor. Gut, einen schönen Tag. Ja. Dankeschön. Bitte sehr. Danke. Das ist doch alles wunderbar gelaufen. Ja, ich fand alles höchst interessant. Ich habe hier Ihren Vertrag vorbereitet. Bevor ich das unterschreibe, gibt es noch einiges zu regeln. Ich vertrete hier einen leitenden Oberarzt, also bin ich auch in dieser Zeit ein leitender Oberarzt. Egal, wie lange die anderen Kollegen schon hier sind. Das habe ich bereits mit Professor Simoni besprochen und er hat dem Ganzen zugestimmt. Das können Sie hier auch nachlesen, bitte sehr. Und zweitens bestehe ich darauf, dass mir ein eigenes Büro zur Verfügung gestellt wird. Ein eigenes Büro? Das ist schwierig. Das ist Ihr Problem. Ich darf doch wohl davon ausgehen, dass mir das zusteht. Ich denke, ich werde bis morgen eine Lösung gefunden haben. Also, wenn das hier ein Scherz sein soll, dann haben wir eine unterschiedliche Auffassung von Humor. Was meinen Sie? Sie wollen doch nicht von mir verlangen, dass ich dafür morgens aufstehe. Ja, aber das ist der Tarifvertrag, den kennen Sie doch. Nein, den kenne ich nicht. Schließlich war ich in den letzten 15 Jahren in Venezuela. Ja. Also, Sie werden nach BAT Ost bezahlt und das ist die Bruttosumme ohne weitere Zulagen. Da kann ich gar nichts machen, das tut mir sehr leid. Tja, Frau Marquardt, dann brauchen wir beide auch weiter darüber nicht diskutieren. Müssen Sie ausgerechnet heute Ihr Spielzeug sauber machen? Das ist kein Spielzeug, das ist ein Präzisionsmodell. Und die komplizierte Mechanik hier, die verlangt genauso viel Wartung und Pflege wie beim großen Vorbild. Sie muss in regelmäßigen Abständen geölt werden. Haben Sie denn nichts anderes zu tun? Ich könnte noch mal bei den Kindern vorbeigehen und sehen, ob Alina mit meinem Urenkel schon gekommen ist. Was denn schon wieder? Sie waren doch gerade erst da. Sie können doch nicht alle 2 Stunden dort auftauchen. Warum denn nicht? Ach, weiß ich das nicht gehört. Sie stören dort und bringen den ganzen Tagesablauf durcheinander. Das stimmt doch nicht. Ich will doch Alina nur etwas sagen gehen, weil ihr Vater jetzt nicht da ist. Na, das Mädel wird sich bedanken. Jetzt soll sie auch noch auf den Großvater aufpassen. Wissen Sie was, Herr Steinbach?
Wenn ich hier mit allem fertig bin, dann machen wir beide mal einen schönen Spaziergang. Und wenn wir beim Supermarkt vorbeikommen, dann können Sie mir helfen bei den Einkäufen. Einverstanden? Ja. Ach komm, Sabine, jetzt sei mal nicht so. Ich brauche die Karten ganz dringend. Wir wollen doch unserem Drachen eine Freude machen. Ja, für zwei Personen. Ja, super. Ja, danke. Tschüss dann, Herr Professor. Wenn Sie so gern telefonieren, dann fangen Sie doch gleich in einem Callcenter an. Oder gehen Sie zur Telefonseelsorge? Ach, das war eigentlich nur zum Teil ein Privatgespräch. Wie darf ich das verstehen? Ich soll für Dr. Lehmann Theaterkarten besorgen. Ach, konnte er sich um seine Privatangelegenheit nicht selbst kümmern? Ich hab's ihm versprochen. Ich habe nämlich eine Freundin, die im Schauspielhaus arbeitet. Und die besorgt mir immer die Karten. Ach, könnte Ihre Freundin nicht auch mal was für mich tun? So, für den Faust, Sonnabend, zwei Karten? Ich weiß nicht, Herr Professor. Ich habe nämlich Professor Keller schon seit langem versprochen, mit ihm in diese interessante Aufführung zu gehen. Und da Sie einen heißen Draht zum Schauspiel haben... Ich kann es ja mal versuchen, aber versprechen kann ich Ihnen nichts. Danke, Yvonne. Herr Dr. Konrad, was gibt es denn so Wichtiges, dass ich gleich alles stehen und liegen lassen muss? Sagt Ihnen Ihr neuer Wirkungskreis nicht zu? Ihr Humor in Ehren, aber die Sache ist mir ernst. Nehmen Sie doch Platz. Toll. Ist ein Geschmack? Ein Espresso, bitte. Sie? Ah ja, mir bitte auch. Was kann ich für Sie tun? Mir wurde über Sie von einem Konsortium die Stelle des Chefs einer neu zu schaffenden Reha-Klinik angeboten. Ja, sicher. Wo liegt das Problem? Ich habe mich bereit erklärt, vertretungsweise die Stelle von einem der Oberärzte in der Sachsenklinik anzunehmen. Ja, wie mit Frau Marquardt bereits abgesprochen. Und? Das frage ich Sie. Weil eben gerade diese Frau Marquardt mir einen Arbeitsvertrag vorgelegt hat mit dem Gehalt eines Oberarztes. Da sind wir tarifmäßig gebunden. Hören Sie doch mit Ihrem Tarif auf. Ich verlange die Bezahlung entsprechend unserer Absprache. Also ein Chefarztgehalt. Gewiss, Herr Dr. Konrad, dieses Gehalt sollen Sie ja auch bekommen. Aber erst, wenn Simoni nicht mehr Leiter der Sachsenklinik ist und wir unsere Privatisierungspläne verwirklichen können. Ihre Organisationsprobleme gehen mich wirklich nichts an. Das sollten Sie aber. Denn sehen Sie, unter der Leitung von Simoni wird uns diese Klinik niemals zufallen und seinen Platz räumt dieser Mann doch bestimmt nicht freiwillig. Dann setzen Sie ihn doch einfach ab. Das wiederum kann ich leider nicht alleine entscheiden. Herr Simoni hat eine große Lobby, aber das habe ich Ihnen ja schon bei unseren ersten Gesprächen gesagt. Also wie Sie das anstellen, interessiert mich wirklich nicht. Ich erwarte lediglich, dass Sie unsere Absprachen einhalten. Dr. Konrad, wie ich Ihnen bereits andeutete, sind mir da ganz einfach die Hände gebunden. Es braucht einfach ein bisschen Zeit. Im Augenblick sehe ich nur eine Möglichkeit, wie wir Ihnen entgegenkommen können. Welche? Sie wohnen doch noch im Hotel. Hm. Mein Vorschlag, wir übernehmen die Kosten für eine angemessene Suite. Das könnte ich jederzeit vertreten. Herr Dr. Konrad, betrachten Sie das als ein Zeichen unseres Entgegenkommens. Mehr ist im Augenblick wirklich nicht möglich. Es gibt nur einen Weg, schnell ans Ziel zu kommen. Welcher da wäre? Den Herrn Professor in den wohlverdienten Vorruhestand zu schicken. Und zwar so schnell wie möglich. Nach meinem Gespräch mit Neumann hätte ich gehofft, dass es noch einen anderen Weg geben könnte. Nein, Frau Marquardt. Neumann hat gesagt, dass mit Simoni diese Privatisierung nicht zu machen ist. Und deshalb muss er wohl oder übel seinen Stuhl räumen. Und wenn Simoni vielleicht doch... Hoffentlich geht diese Sache für uns nicht irgendwann nach hinten los. Sie wussten doch, worauf Sie sich da einlassen. Ja, aber... Kein Aber. Sie profitieren doch davon. Wenn dieses Haus in eine Privatklinik übergeht, dann ist doch garantiert, dass Sie Ihre Arbeit als kaufmännische Geschäftsführerin fortsetzen können. Aber wie Sie das durchführen wollen, ist mir schleierhaft. Haben Sie denn schon einen Plan? Nein. Warten Sie es ab. Herr Steinbach... Herr Steinbach, aufwachen! Wo bin ich? Ja, Ihren Schlaf möchte ich haben. Wieso ist denn der Fernseher aus? Ich will den Film sehen. Sie machen mir Spaß. Der Film war vor einer Stunde. Sie sind eingeschlafen, Herr Steinbach. Stimmt doch gar nicht. Sie haben sogar geschnarcht, laut und deutlich. Ich schnarche nicht. Vielleicht habe ich die Augen wieder mal ein bisschen zugehabt. Da kann ich mich aber besser konzentrieren. Sicher. Ich gehe jetzt ins Bett. Das verstehe ich nicht. Eigentlich müssen Sie doch ausgeschlafen sein. Ja, eben nicht. Denn wenn ich vorher eingeschlafen wäre, dann würde ich ja jetzt nicht müde sein. Oder? Gute Nacht. Herr Doktor, bitte entschuldigen Sie. Frau Leibold. Werden Sie meinen Mann heute operieren? Das kann ich Ihnen leider nicht sagen. Wieso ist
Stimmt was nicht? Nein, machen Sie sich keine Sorgen. Wir müssen nur erst die Visite mit Professor Simoni abwarten. Und der Professor wird dann entscheiden, ob und wann Ihr Mann operiert werden kann. Sagen Sie mir auch die Wahrheit? Warum sollte ich Sie anlügen? Ja, weil Sie mir gestern gesagt haben, dass mein Mann unbedingt operiert werden muss. Ach, hat sich sein Zustand über Nacht zugebessert? Nein, das leider nicht. Nun warten wir erstmal die Visite ab und dann sehen wir weiter, gut? Ja. Entschuldigen Sie mich. Der Zustand von Herrn Leibert ist unverändert ernst. Sie müssen zu Simoni und mit ihm reden. Was wollen Sie ihm denn sagen? Dass der Mann operiert werden muss, und zwar umgehend. Wir haben überhaupt keine andere Wahl. Und wenn was schief geht? Leibert ist über 70. Was wollen wir denn seiner Frau erzählen? Kommen Sie, gehen wir. Ja, wohin denn? Na, zu Simoni. Gleich. Jetzt. Ja. Morgen. Frau Leibert, darf ich mich zu Ihnen setzen? Ja, bitte, natürlich. Gibt es Neuigkeiten von meinem Mann? Nein, aber glauben Sie mir, Ihr Mann ist bei uns in den besten Händen. Ich weiß. Dr. Heilmann hat ihn behandelt. Kann er sich nicht weiter um meinen Mann kümmern? Das tut mir leid, Dr. Heilmann ist zu einem Lehrgang. Ach so. Die Ärzte haben gesagt, es wird schwierig, meinen Mann zu operieren. Aber er muss doch wieder gesund werden. Ich will ihn nicht verlieren, Frau Doktor. Stände ich, ist er für andere da gewesen. Es wäre ihm gar nicht recht, dass ich hier in seiner Nähe sitze, statt mich ums Geschäft zu kümmern. Aber das ist mir egal. Frau Leibert, wir wissen zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht, ob wir Ihren Mann operieren. Es besteht die Gefahr, dass er eine Operation nicht überlebt. Hat er denn ohne Operation eine Chance? Das kann ich nicht mit Sicherheit sagen. Wir müssen abwarten. Dann kennen Sie sicher auch Professor Oldenthal. Peter Oldenthal. Na, wir haben zusammen studiert. Ach, ja. Er ist jetzt Chefarzt einer Klinik in der Nähe von Kassel. Chefarzt? Wie hat er denn das gemacht? Herr Professor, wir müssen dringend über den Patienten Leibert sprechen. Ist das ernst? Sehr ernst. Gut, dann treffen wir uns alle in 15 Minuten im Erbsitzungen. Und ich möchte Frau Dr. Blobisch dabei haben, kurz. Geht klar. Bis gleich. Ja. Ich halte es für unverantwortlich, den Patienten Leibert einer solchen Belastung auszusetzen. Es steht zu befürchten, dass er eine OP nicht überstehen würde. Ohne OP sind die Chancen einer Besserung sehr gering. Der Gesamtzustand des Patienten ist einfach unbefriedigend. Ich teile die Meinung des Kollegen Barrach. Ich halte eine Operation zum jetzigen Zeitpunkt für unangemessen. Stabilisieren Sie den Patienten, dann werden wir weitersehen. Was ist Ihre Meinung, Frau Globisch? Ich denke mal, es ist die beste Lösung im Interesse des Patienten. Ich habe vorhin mit Frau Leibert gesprochen. Sie macht sich große Sorgen um ihren Mann. Könnten Sie vielleicht nachher noch mal mit ihr reden, Herr Professor? Natürlich, das werde ich tun. Ich muss in OP. Entschuldigen Sie mich bitte. Ja, ich danke Ihnen. Wir werden morgen über die Verfahrensweise weiter diskutieren. Ich verstehe Sie, Moni, nicht. Warum zögert er noch? Wir sollten Leibert unverzüglich operieren. Sagen Sie mal, Herr Kollege, Sie sind doch Gefäßchirurg. Was denken Sie denn darüber? Ich bin noch nicht ausreichend involviert. Ohne den Fall genau zu kennen, ist das Sterndeuterei. Ich muss die Unterlagen erst studieren. Übereilte Entschlüsse helfen hier nicht. Herr Kollege. Das finde ich auch. Träum nicht, wir müssen auf Station. Sagen Sie mal, der Patient Leibert, wie komme ich an seine Unterlagen? Die sind auf dem Rechner. Sehr gut. Der Code? Moment mal. Frau Marquardt, das Codewort. Herr Dr. Konrad, mein Computer ist nicht an das Ärztenetzwerk angeschlossen. Da müssen Sie sich schon auf Station bewegen. Und das Ärztezimmer? Das könnte gehen. Na, warum sagen Sie das nicht gleich? Kommen Sie mit. Ja, warum denn? Ich keine unnötigen Fragen. Ich brauche Ihre Hilfe, um in das System zu kommen. Ja, aber wieso? Ich bin Arzt. Haben Sie das schon vergessen? So. Leibert Walter, bitteschön. Mhm. Na, sehen Sie mal, Leibert nimmt seit 2 Jahren blutverdünnende Mittel. Das heißt, wir haben ein höheres Blutungsrisiko. Deshalb will niemand die OP machen. Wenn ich Ihnen sonst noch irgendwie behilflich sein kann, Sie wissen ja, wo Sie mich finden. Ja, ja. Kann ich Ihnen sonst noch irgendwie behilflich sein? Nein, danke, ich komme schon zurecht. Kaffee? Oh ja, bitte. Sie kommen aus Südamerika zurück? Ja. Ich war längere Zeit in Boston. Boston? Die USA sind nicht das Amerika, in dem ich 15 Jahre gelebt habe.
Ich war in Guatemala und Venezuela. Verdammt. Kann nur Walter Leibert sein, hab ich doch geahnt. Nehmen Sie sich mit. Ja, sicher, kommen Sie. Atmung läuft. Wie sieht's aus? Er hat jetzt eine komplette Hemiparese. Und soweit wir feststellen konnten, eine Aphasie. Akte. Seit wann atmet er nicht mehr? Als er reinkam, hörte er gerade auf. Wenn wir gestern operiert hätten, wäre das alles nicht passiert. Wie war die letzte Gerinnung? Schwester, träumen können Sie zu Hause. Mein Gott, haben Sie mich jetzt erschreckt. Das Herz ist mir beinahe stehen geblieben. Was machen Sie denn mitten in der Nacht in der Küche? Ich habe Hunger. Herr Steinbach, ich kenne Sie. Da steckt was anderes dahinter. Stimmt. Ich mache mir so meine Gedanken. Da kann ich eben nicht schlafen. Haben Sie noch einen für mich? Aber natürlich. Auch mit Himbeer? Ja. Bitte. Danke. Was haben Sie denn so für Sorgen? Ich frage mich immer öfter, wie das alles so weitergehen soll. Die Kinder sind groß, die Enkel haben auch schon wieder Kinder. Ich komme mir irgendwie so überflüssig vor. Da kann ich Sie gut verstehen. Mir geht's mit Achim auch nicht anders. Da kann man nichts machen. Aber das Gefühl, dass man nicht mehr gebraucht wird... Hallo, lassen Sie meinen Kopf nicht hängen. Ich brauche Sie ja. Wirklich? Wer soll mir denn sonst die ganzen Einkaufstüten nach Hause tragen? Na sehen Sie, nur lachen Sie schon wieder. Was sagen Sie, Leibert hatte einen erneuten Schlaganfall? Genau, so viel zum Thema. Was du heute kannst besorgen, das verschieben wir auf morgen. Sagen Sie mal, was giften Sie mich eigentlich an? Ich habe immer gesagt, der Patient ist für eine OP zu instabil. Menschenskind, Barach, kapieren Sie es denn nicht? Wenn wir Leibert gestern gleich operiert hätten, dann wäre uns das erspart geblieben. Professor Simoni hat jetzt extra hören Sie gesagt. Endlich auf, sich dauernd hinter Simoni zu verstecken. Was ist mit Simoni? Morgen, Herr Professor. Morgen. Was gibt's? Leibert wäre uns gestern beinahe unter den Händen weggestorben. Das gibt's. Kreuzer, ich verstehe, dass Sie übermüdet sind. Aber mäßigen Sie bitte Ihren Ton. Was soll denn die ganze Aufregung? Ob eine Entscheidung richtig ist, das weiß man immer erst hinterher. Entweder der Patient überlebt oder nicht. Ich hätte an Ihrer Stelle genauso gehandelt, Herr Professor. Entscheidend bei dem Patienten Leibert ist doch der Zeitfaktor. Zeitfaktor ist völliger Blödsinn. Kreuzer, Sie gehen jetzt nach Hause und schlafen sich aus. Der Patient... Ich will nichts mehr hören. Entschuldigen Sie bitte den rauen Ton, der manchmal bei uns herrscht. Ich bin es noch viel rauer geworden. Tja, ich bin also schon viel zu spät. Ich muss in die Uni. Wir sehen uns ja heute Nachmittag. Wenn irgendetwas sein sollte, dann erreichen Sie mich über Handy. Die Nummer hat Frau Gregorleit. Tja, Sie werden schon ohne mich klarkommen. Ich denke schon. Die nächsten 24 Stunden zu überleben, ist gleich null. Ich habe falsch gehandelt, Oberschwester. Wie kommen Sie denn darauf? Ich hätte mich bei Simoni stark machen müssen für Kreuzers Vorschlag. Herr Dr. Barach, Sie haben sich nichts vorzuwerfen. Ja, wenn das alles immer so einfach wäre. Herr Professor, das trifft sich gut. Ich wollte mich bei Ihnen entschuldigen. Schon gut, die derzeitige Situation in der Klinik mag wohl einiges dazu beigetragen haben. Trotzdem rate ich Ihnen, sich in Zukunft etwas zurückzuhalten. Ich habe für alles sehr großes Verständnis, das wissen Sie. Aber irgendwann ist es maßvoll. Herr Professor, ich wollte noch... Ich habe es wirklich eilig. Bis später. Wie schätzen Sie seine Chancen ein? Ich glaube nicht, dass es schafft. Haben Sie seine Frau schon benachrichtigt? Weiß sie es? Nein. Noch lebt er ja. Oder soll ich ihr vielleicht sagen, dass ihr Mann wahrscheinlich morgen sterben wird? Ich möchte ihr gerne ersparen. Sich selbst wollen Sie das ersparen, weil Sie zu feige sind. Sie sagen mir, ich sei feige. Anschließend schleimen Sie sich beim Professor ein und ich darf mich für meinen Ton entschuldigen. Kommen Sie mal wieder runter.
Frau Leipert wird gleich da sein und da können Sie mit ihr reden. Reden Sie doch mit ihr, Sie penetranter Besserwisser. Und sagen Sie ihr ruhig, wenn wir gestern operiert hätten, hätte ihr mal eine Chance gehabt. Ich bin nämlich außer Dienst. Wiedersehen. Herr Doktor, wie geht es meinem Mann? Frau Leipert, ich will Ihnen nichts vormachen, aber es geht ihm nicht gut. Nicht gut? Es fällt mir sehr schwer, Ihnen das sagen zu müssen, Frau Leipert. Ihr Mann wird vielleicht die nächste Nacht nicht überstehen. Oh Gott, soll das heißen? Es gibt da eventuell noch eine Möglichkeit, aber die Chancen stehen 1:1000. Und die wäre? Oberschwester? Ja? Redet er immer noch mit Frau Leipert? Aha. Na, hoffentlich sagt er nicht, dass ihr Mann im Sterben liegt. Das funktioniert vielleicht bei seinen Eingeborenen. Oberschwester? Ja? Ist gerade eine OP frei? OP1, warum? Dann benachrichtigen Sie die Anästhesistin, Frau Dr. Globisch. Lassen Sie den OP vorbereiten, wir operieren. Wie bitte? Ich höre wohl nicht richtig. Oberschwester, wir haben keine Zeit zu verlieren. Lassen Sie den OP vorbereiten. Ich will Leipert in 30 Minuten auf dem Tisch haben. Wir machen eine PTA und über einen hochgeschobenen Katheter wird die Engstelle wieder aufgedehnt. Eventuell setzen wir einen Stent. Sofort, Herr Doktor. Ja. Sind Sie völlig wahnsinnig geworden? Das überlebt der Mann doch nicht. Der bleibt auf dem Tisch. Das Risiko für diesen Eingriff ist noch viel höher als das für die geplante Operation. Diese Operation hat doch Simone untersagt, oder? Wenn wir gar nichts machen, dann stirbt er auch nur. Hier ist die Einverständniserklärung seiner Frau. Und als leitender Oberarzt weise ich an, dass Leipert jetzt in den Saal kommt. Wo liegt da der Sinn? Sie spielen mit dem Leben dieses Mannes. Und Sie sind ein Feigling. In unserem Beruf muss man mal was wagen. Aber das Wort Risiko scheint für Sie ja ein Fremdwort zu sein. Sie haben noch keine Ahnung. Wer assistiert Ihnen? Na, Sie bestimmt nicht. Sie gehen mir besser aus den Augen. Was machst denn du hier? Leipert ist mein Patient. Achim, ich vertraue Konrad. Kennst du noch gar nicht. Was läuft denn hier eigentlich? Gestern verweigert Simone mir noch die Operation und heute entscheidet dieser Vertretungsarzt, dass Leipert doch operiert wird. Wenn Simone das erfährt, dann platzt hier der Mond. Ich verstehe gar nicht, was Sie für ein Problem haben, Herr Kreuzer. Sagten Sie nicht gestern noch, wir sollten Menschenleben retten? Kreuzer, was machen Sie denn hier? Ich übernehme die Assistenz. Das könnt mich alle mal. So, Frau Leipert, jetzt gehen wir einfach mal in mein Zimmer. Ich möchte Ihnen keine Umstände machen, Frau Oberschwester. Sie machen keine Umstände. Wollen Sie ein Glas Wasser? Ja, gern. Der Doktor hat gesagt, die Chancen meines Mannes stehen höchstens 1:1000. Ach ja, er wollte Ihnen nur nicht zu viel Hoffnungen machen. Sie wissen doch selbst, dass es nicht gut um Ihren Mann steht. Er ist nicht mehr der Jüngste, ja. Aber er ist alles, was ich habe. Auch wenn er in dem Alter ist, wo es passieren kann, dann, wenn es soweit ist, dann möchte man es nicht wahrhaben. Ja, niemand will wahrhaben, dass man irgendwann einmal den Menschen, den man liebt, auch verlieren kann. Was geht hier vor, Kreuzer? Ihr Dr. Konrad operiert Leipert? Das darf aber nicht wahr sein. Schwester Haube! Dr. Konrad, können Sie mir bitte erklären, was hier vor sich geht? Ich habe ausdrücklich... Sie waren nicht im Hause, Herr Professor, als die Entscheidung gefällt werden musste. Und jetzt muss ich mich konzentrieren. Würden Sie Ihre Moralpredigt auf später verschieben? Ja, und zwar genau bis auf 10 Minuten nach der OP. Hören Sie auf zu grinsen, Kreuzer. Also, Herr Steinbach, wenn Sie weiter so lange brauchen, bevor Sie endlich mal einen Stein bewegt haben, dann sitzen wir ja morgen noch hier. So ein Zug will überlegt sein. Was machen Sie denn? Nun drängeln Sie mich doch nicht immer. Ich muss nachdenken. Wenn ich das vorher gewusst hätte, hätten wir nicht Dame gespielt. Na, Sie wollten doch unbedingt dieses Spielen. Wenn es nach mir gegangen wäre, würde ich jetzt in Ruhe fernsehen. Nichts da, Sie können ruhig was für Ihre grauen Zellen tun. Na, ziehen Sie nur endlich, oder was? Das ist jetzt aber nicht Ihr Ernst, oder? Was haben Sie denn gegen diesen Zug? Na gut, wie Sie wollen. Gewonnen. Na,
Machen wir noch ein Spiel? Sie gewinnen doch sowieso. Ja, Frauen sind eben die besseren Taktiker. Vielleicht die besseren Betrüger. Na, na. Ich mach nicht mehr mit. Weil Sie nicht verlieren können, Herr Steinbach, meinetwegen. Kann ich jetzt endlich fernsehen? Och, der Mann bringt mich noch zur Weißglut. Katheter? Ist das Kontrastmittel bereit? Ja. Wenn wir an der Stenose sind, dilatieren wir. Kontrolliert wird das über die Durchleuchtung. Und wenn dabei ein Thrombus abgeht? Das wird nicht passieren, Herr Kollege. Ach, Frau Kollegin, falls Veränderungen der Gerinnungsparameter, mir bitte sofort mitteilen. Schon unterwegs ins Labor. Gut. Wie lange dauert denn die Operation noch? Das kann ich Ihnen leider auch nicht sagen. Frau Leipert? Ja? Die Operation Ihres Mannes ist erfolgreich verlaufen. Er ist ein zäher Bursche. Sie meinen, er wird wieder gesund? Erstmal hat er die OP überstanden und wenn er die Nacht auch noch so gut durchhält, haben Sie ihn in 2-3 Wochen wieder. Und jetzt gehen Sie nach Hause und ruhen sich richtig aus. Danke. Oberschwester, Frau Leipert! Professor, ich hätte jetzt Zeit. Möchten Sie Ihre Strafpredigt fortsetzen? Ich habe schon gehört, die OP ist erfolgreich verlaufen. Mein Kompliment, Herr Kollege. Jetzt muss ich mich wohl bei Ihnen entschuldigen. Angenommen. Wie konnten Sie eigentlich so optimistisch sein? Ich hätte nie an einen erfolgreichen Eingriff gedacht. Ich auch nicht. Mich hat die OP gereizt. Ich glaube, auch wenn die Chancen manchmal gleich null stehen, sollte man sich dem Risiko stellen. Solche Ärzte wie Sie sind sehr selten geworden. Schade, dass Sie bei uns nur so ein Kurzgastspiel geben. Naja, bis morgen früh zur Visite. Auf Wiedersehen, Herr Professor. Herr Steinbach! Herr Steinbach! Besuch für Sie! Hey, mein Mädchen. Schön, dass du deinen alten Vatermann besuchst. Frau Bräuchen, tut mir leid, dass ich dich in letzter Zeit ein bisschen vernachlässigt habe. Nicht der Rede wert. Jonas geht vor. Da wären wir ja gleich beim Thema. Wegen Jonas bin ich eigentlich hier. Und wie geht's in meinem Urenkel? Alles in Ordnung, Papa, keine Sorge. Ich mache uns gerade eine Tasse Kaffee, Frau Hellmann. Trinken Sie eine mit? Tut mir leid, Charlotte, ich muss gleich wieder weg. Ich habe kurzfristig einen Termin. Oh. Ja, Papa. Deswegen wollte ich dich bitten, ob du ausnahmsweise auf Jonas aufpasst. Wirklich nur für 2 Stunden, aber ich kann einfach nicht mitnehmen. Kein Problem. Sie haben doch nichts dagegen, Frau Charlotte. Na, wo werde ich denn? Natürlich können Sie den kleinen Kerl hier lassen. Da fällt mir wirklich ein Stein vom Herzen. Ich hole ihn schnell aus dem Auto, ja? Und, was habe ich gesagt? Kinder bleiben immer Kinder, egal wie alt sie sind. Und sie brauchen unsere Hilfe. Was würden Sie denn auch sonst ohne uns anfangen? Und wer hat vorige Nacht gesagt, dass er sich überflüssig fühlt? Und er wird nicht gebraucht, erinnern Sie sich? Das waren so dumme Gedanken. Aha. Da wollen Sie Ihrer Tochter nicht behilflich sein? Natürlich. Urgroßvater. Du sitzt auf meinem Platz. Ja, und? Gernot, ich habe zu arbeiten. Außerdem geht das nicht, dass der Klinikchef immer zur Oberschwester kommt. Warum nicht? Andersrum muss es sein. Wenn nun der Klinikchef mit der Oberschwester etwas dienstlich zu besprechen hätte... Ist was passiert? Was machen wir am Sonnabend, Oberschwester? Am Sonnabend gehen wir zusammen ins Theater, Herr Professor. Oh, jetzt hast du mir die Überraschung verdorben. Woher weißt du denn das? Ich habe 2 Karten für den Faust, 4. Reihe Mitte. Meine Beziehungen. Ich habe auch 2 Karten für den Faust, 2. Reihe Mitte. Oh. Meine Beziehung eben. Guten Morgen, Herr Leipert. Wie fühlen Sie sich? Sehr gut, danke. Ich fühle meinen Arm schon wieder. Und mit dem Sprechen geht's auch ganz gut. Hm? Wo
muss meine Frau. Sie kommt gleich, Herr Leibert. Herr Doktor, ich danke Ihnen so sehr, dass Sie mir meinen Mann zurückgegeben haben. Danken Sie nicht mir, danken Sie Gott. Ihr Mann hatte verdammtes Glück. Darf ich noch ein bisschen bei ihm bleiben? Aber wirklich nur 5 Minuten. Weint doch nicht. Ich hab's ja überstanden. Walter, du musst mir eins versprechen. Wir verkaufen die Firma und du hörst auf zu arbeiten. Bitte versprich es mir. Ein gelungener Einstieg. Mein Respekt, Herr Dr. Konrad. Das war sehr wichtig. Für Simone kann nur jemand gefährlich werden, der ihm nahesteht und dem er vertraut. Glaubst du nicht auch, dass es eine nette Geste wäre, wenn du Dr. Konrad zu seinem Erfolg gratulieren würdest? Ach komm, Achim, stell dich nicht so an. Oder bist du etwa gekränkt, weil er die Operation machen durfte, nicht du? Falls es dich interessiert, er ist gerade bei Herrn Leibert. Ist nicht wahr. Und was kommt als nächstes? Alles zu seiner Zeit, Frau Marquardt. Sagen Sie, wo wohnen Sie eigentlich? Ich muss dann mal wieder. Gratuliere Ihnen zu Ihrer gelungenen Operation. Ich hatte nicht an einen Erfolg geglaubt. Ich auch nicht. Was? An alten Leuten lernt man, damit man, wenn ein junger Mensch auf dem Tisch liegt, genau weiß, was zu tun ist. Leibert hatte eben Glück gehabt, dass er die Strapazen der OP überstanden hat. Aber das verstehen Sie noch nicht, Herr Kreuzer. Und da sind Sie jetzt auch noch stolz drauf. Stolz ist wohl nicht das richtige Wort. Ich bin froh, dass ich das Risiko gewagt habe. Und glücklich machen mich die dankbaren Augen dieser Frau.